Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Skyrim. Und wir schauen uns jetzt mal die Ruinen an. Oh Mann, wir kommen unserem Ziel näher. Das ist nice. Mal gespannt, was wir hier so finden werden. Geld. Okay. Ich habe diesen Teil der Burg noch nie zuvor gesehen. Seid vorsichtig. Ich weiß nicht, worauf wir hier stoßen könnten. Das ist schlecht. Kam jetzt von da, oder? Oh. Halt um, du Skelette. Oh, noch einer. Hoho. Haha. Ja, die haben nichts Gutes dabei, die Viecher. Ist egal. Die Frage ist, wo geht's lang? Hier vermutlich schon mal nicht so richtig. Dementsprechend wohl denn auf der anderen Seite. Ne, warte, wir gehen den richtigen Weg, sonst ist die Alte wieder zu blöd, traut sich nicht runterzuspringen oder was weiß ich. Wo ist eigentlich unser Kumpel jetzt hin, ne? Der ist weg. Der macht nicht mehr mit, oder was? Ich hab's gewusst. Netter Gargoyle. Oh, ja, doch sehr netter Gargoyle. Papierrolle. Okay, pass auf. Da geht's lang und ich vermute mal drüben nicht. Okay. Hätte ja sein können, dass eine Tür in den sicheren Tod führt und eine ins Nichts. Ach, kommt. Kannst du mal schneller sterben, Junge? So. Hier kommt unser Ziel. Und Gegner. Gargoyle sind cool. Das Problem ist, die haben ziemlich schwere Sachen dabei. Ach so, oh. Was soll ich denn sagen, ey? Ich hab schon gedacht, ne? Würden die Herrschaften hinter mir mal weggehen? Wie soll ich denn an dem vorbei? Junge, Junge. Vielleicht auch? Nein, gut. Wir müssen dahin. Das nehmen wir auch mit. Adept. Ich weiß nicht mal, was das sein soll. Übersetzt. Wehe, ist nichts Gutes drin. Nein. Nein. Dann gehen wir halt hoch. Es ist verdammt dunkel hier. Nehmen wir mal alles mit.
Vielleicht lesen wir es ja wirklich irgendwann mal. Ich glaube ja nicht. Wenn man überlegt, wie viele Bücher wir jetzt schon haben. Ich hoffe halt immer, dass ein paar der Bücher Wir sind fast am Ziel. Uns irgendwas verbessern halt. Mir sicher. Irgendwie scheinen noch die Bücher hier zielgerichtet hinzuführen irgendwo, aber ist nicht so. Zum Nordzweihänder bestimmt nicht. Wir sind fast am Ziel, da bin ich mir sicher. Ja, du bist ja immer sicher. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir fast am Ziel sind. Sofern das ja das Ziel ist. Einer ist noch da oben. Komm zurück. Jo! Das war wieder einer von uns, oder? Oder? Nee, ist er nicht. Gut. Der steht doch aber so da. Dem ist doch irgendwas. So was schief mit dem. Auf jeden Fall. Ich hab's doch gewusst. Der stimmt doch was nicht, hab ich doch gesagt. Fahr zur Hölle, du Schwein. Ne, Backe. Töte mich nicht. Das wird euch eine Lehre. Oh, der hat immer so schwere Sachen dabei. Okay, was zum... Guten Tag. Okay, ich sollte doch mal Heiltrank nehmen. Hab ich jetzt. Ach, jetzt auch. Das reicht! Nein, aufhören! Wen hat er die denn Beef? Ist ja auch egal. Da oben war noch eine Kette. Was ist hier mit? Experte. Oh Mann. Das dauert ein bisschen. Ja, in der Richtung sind wir schon ganz gut. Nein. Ach, ich hasse es. Boah. Millimeterarbeit. So. Wenn ich was sehen würde. Alter, was geht denn hier Schönes ab? Alles voll mit Waffen. Streitaxt der Seelen. Was macht das? Wir sind fast am Ziel. Da bin ich mir sicher. Das ist schön. Streitaxt der Seelen. Stirbt das Ziel von 3 Sekunden, füllt es einen Seelenstein. Nice. Das ist natürlich nice. Brauche ich zwar nicht, aber. Wer ist da? Wer ist da? Das wird eine Lehre sein.
Au. Hey. Lasst mich in Ruhe. Okay. Sind wir hier noch? Ja, richtig. Scheint so. Oh, das Skelett hier ist ein bisschen, kommt gleich noch eins. Yeah. Nice. So. Ich wusste. Okay, hier. Boah. Hier werden wir dann also über das Ding reingekommen. Okay. Aber was jetzt? Da? Da komme ich aber nicht hin, oder? Ist auf jeden Fall eine Truhe. Hm. Darüber muss ich. So. So. Oh Mann. Darf sehr gespannt sein. Hm. So viele, verdammt nochmal, verschlossene Türen. Okay. Wetter an. Woher seid ihr gekommen? Ich doch, dass ich etwas gehört habe. Ich hab's schon befürchtet, alle. Komm, bevor wir jetzt hier so viel Schweres. Ah! Auf jeden Fall. Oh Gott. Mehr als einer. Hört doch auf. Du solltest drin bleiben, du Arsch. So ein Scheiß. Jetzt machen wir uns den mit rein. Ja. Wir verwenden die ganzen Steine hier. Die bringen ordentlich Geld. Ne? Ich habe das Gefühl, das war es noch nicht. Hm. Königliche Vampirrüstung, nice. Ich glaube nicht, dass wir schon ganz oben angekommen sind. Nee, glaube ich auch nicht, aber. Bestimmt gibt es hier noch eine Art Geheimgang? Pass mal auf. Nun gut, dann lasst mal sehen, was ihr da habt. Ich hätte da eine königliche Vampir. Wo sind die hin? Achso, das ist ja euers. Eine königliche Vampirrüstung. Ich weiß zwar nicht, ob ihr die jetzt tragen wollt. Wohl nicht. Sieht aus, als sei meine Mutter gewitzter gewesen, als ich dachte. Ich frage mich, was sie versteckt hat. Gott, ich bin schon wieder zu fett. Hey, Schneckenpuppe, komm nochmal her. Wir sind fast am Ziel. Da bin ich mir sicher. Wenn ihr meint, dass das uns nützen wird. Ja, meine ich. Hier die Streitaxt, die Armbrust. So, ne? Ein bisschen Feuerholz, man weiß ja nie. Sieht aus, als sei meine Mutter gewesen, als ich dachte. Ich frage mich, was sie versteckt hat. Ja, das hier ist auf jeden Fall. Aber. Wie? Das muss man meiner Mutter wissen. Etwas schlauer als ich dachte. Das war ja nur nicht sehr schlau. Das war irgendwie sehr offensichtlich. Na
Mal sehen, wie schlau die noch wird, die Alte. Irgendwas ist hier. Schnicke, komm mal her, hier. Seht euch doch nur diesen Ort an. Ja, das tue ich gerade. Ich wusste, dass sie sich in der Totenbeschwörung befasste. Schließlich hat sie mir alles beigebracht, was ich weiß. Ja. Von einer Einrichtung wie... hatte ich aber keine Ahnung. Seht euch das alles doch nur an. Sie muss Jahre... Ja, ja. Schade. Haben, um all ja, ja. Zutaten zu... Echt? Nein. Und was ist das hier? Kann ich dir noch nicht sagen. Ich glaube Bücher. Oh, Tagebuch. Das könnte interessant sein. Ich bin mir bei dir... Jetzt hör mal auf zu quatschen, Alter. Ja. Aber er muss eine Funktion. Ja, hat er. Und haben. Finden wir auch gleich raus. Ich klaue nur noch Bücher. Meine Güte. Das sind auch viele Bücher gerade wieder. Ich mach bald eine Bücherei auf. So. Dann wollen wir uns einmal umsehen. Irgendetwas, ich bin noch schon dabei. Muss uns verraten, wohin sie gegangen ist. Meint ihr, das könnte helfen? Ihr habt ihr Tagebuch gefunden? Mhm. Lasst mich einen Blick drauf werfen. Mhm. Was ist dieses Seelengrab, von dem sie spricht? Ich weiß nur, was sie mir erzählt hat. Sie hatte eine Theorie über die Seelensteine. Sie glaubte, dass die in den Steinen wohnenden Seelen nach ihrem Gebrauch nicht einfach verschwinden, sondern im Seelengrab landen. Warum macht sie sich Gedanken darüber, wohin verwendete Seelen gehen? Das Seelengrab beherbergt äußerst mächtige Wesen. Die Totenbeschwörer spielen ihnen Seelen zu und erhalten im Austausch dafür besondere Kräfte. Mutter hat lange versucht, direkt mit ihnen in Verbindung zu treten, um selbst zum Seelengrab zu reisen. Wenn sie es bis dorthin geschafft hat, werden wir sie finden. Dieser Kreis in der Mitte des Raumes ist definitiv eine Art Portal. Wenn ich das hier richtig lese, gibt es eine Formel, durch die wir sicher in das Seelengrab gelangen können. Mhm. Was brauchen wir? Eine Handvoll Seelensteinsplitter, etwas fein gemahlenes Knochenmehl, eine ordentliche Prise gereinigte Salze der Leere. Oh, verdammt. Was ist los? Wir brauchen außerdem eine Probe ihres Blutes. Hm. Obwohl, wenn wir die hätten, würden wir das hier ja gar nicht erst versuchen. Ihr teilt ihr Blut. Hm, nicht schlecht. Aber hoffentlich reicht es auch. Fehler im Umgang mit derartigen Portalen können grausame Folgen haben. Mhm. Wie auch immer, genug davon. Lasst uns anfangen. Okay. Sind das alle benötigten Zutaten? Auf jeden Fall. Mutter hatte jede Menge dieser Zutaten in ihrem Labor. Ihr müsst sie nur finden. Okay. Wir suchen. Zufällig hat sie auch die Triche. Sie hat eine Menge Quatsch, den wir nicht brauchen. Habt ihr Mühe, diese Zutaten zu finden? Nicht so wirklich. Oh, mächtiger Seelenstein. Habt ihr Mühe, diese Zutaten Nein. zu finden? Nein. Ich habe schon wieder vergessen, was ich suche, aber... Habt ihr Mühe, diese Zutaten Alter. Zu finden? Alter. Ich nehme einfach mal jeden Spaß mit. Perle. Das sollen ja natürlich erstmal Perle suchen. Liegt so viel Quatsch rum. Brauchen auf jeden Fall noch Mehl was, ne? Hm. Ah, Salz der Leere. Da muss halt noch Mehl. Finde ich aber gerade nicht. Ist auch fucking dunkel. Kann ich mal kurz... Boah, ich dachte, das Spiel stürzt ab.
Ja. So. Habt ihr Mühe, diese Zutaten zu finden? Wenn du mal die Schnauze halten würdest, Alter. Kleiderschrank war ja wohl nix. Hier ja auch nicht. Ah, hier. Was ist das jetzt nicht alles? Was wir benötigen? Muss mal gucken, aber eigentlich. Fein gemahlenes Knochenmehl. Ah. So. Hab alles. Hey, Puppy. Gebt die Zutaten in das Gefäß und lasst mich wissen, wenn ihr damit fertig seid. Okay. Bringt einfach alle Zutaten in das Gefäß. Bin dabei. So. Dann überlasst alles Weitere mir. Seid ihr bereit? Ja. Ich bin nicht ganz sicher, was mit diesem Ding passieren wird, wenn ich mein Blut hineingebe. Ich bin bereit. Gut, dann mal los. Bom, 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 bom. Und was hier passiert, sehen wir in der nächsten Folge von Skyrim, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann nicht. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.